Jo Leute und herzlich willkommen beim neuen Video von mir. Heute testen wir das Sternenkracher von Kometfeuerwerk. Ja, das ist ein Set für 9,50 Euro. Bei PureWeb bestellt, ich glaube. Bei Edeka gibt es das auch. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Mit über 125 Schuss. Also ich kann jetzt schon sagen, es lohnt sich nicht. Aber wir packen das mal aus, das Ganze. So, jetzt habe ich es auch mal geschafft. Da haben wir einmal die Technoflash, ja, das ist eine Five-Batterie, wie man sieht. Dann haben wir hier eine Storm of Stars. Ich denke, das ist eine Fontäne, so wie es aussieht. Bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Und Fire Rain, 100 Schuss. Ich denke mal, das sind diese Kometen-Leuchtkugeln, wie römische Lichter. Gucken wir uns das auch nochmal an. Ja. Das Ding auch mal raus. Ja, Tatsache. Na gut, Leute, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der Zündung damit. So, jetzt hier die gute Fire Rain. Nice. Also mit dem Cracken auf jeden Fall ganz geil. So, der nächste Artikel ist Storm of Stars. Bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja, war eigentlich ganz geil, war gar nicht mal so schlecht, fand ich richtig cool. So Leute, jetzt nochmal eben schnell einen kleinen Location-Wechsel gemacht, ne? Weil die Situation war doch zu brenzlig hier nach der fetten Fontäne. Na gut, dann gehen wir jetzt mal zündeln. Aber ich denke, es ist sehr windig draußen, also dann tut's mir leid, Leute. So, jetzt noch zu guter Letzt die kleine Five-Batterie. Naja. Naja, gut, Leute, also scheiß Artikel sind es nicht, würde ich mal jetzt so sagen. Nur der Preis ist halt wirklich gar nicht gerechtfertigt. 9,50 Euro für dieses Scheiß-Set, also für diese drei Teile. Also absolut nicht gerechtfertigt. Keine Kaufempfehlung. Wirklich sehr schade, wenn das so 4, 5 Euro kosten würde. Da könnte man nochmal drüber sprechen, aber so ist das wirklich zu teuer. Auf jeden Fall, wie dem auch sei, Pyros, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis demnächst. Ciao, ciao.